Oh, wir kaufen erst mal so Heilung für die Menü. Das ist ja auch so, wenn wir jetzt noch Hauber nach oben kommen. Was ergibt Disziplin? Was bedeutet Disziplin? Was hat man davon, von Disziplin? Disziplin und wer hat keine Disziplin? Es gibt nichts in dieser Welt, was keine Disziplin hätte, aber in seiner Art und Weise, für jeden. Was glaubt ihr über die Pflanzen, über die Welt der Pflanzen? Haben sie keine Disziplin? Was glaubt ihr über die Welt der Mineralien? Haben sie keine Disziplin? Und was glaubt ihr über die Welt der Tiere? Haben sie keine Disziplin? Was glaubt ihr über die Welt der Engel? Haben sie keine Disziplin? Jedem für seine Art und Fähigkeit hat Allah, der Herr, eine Disziplin gegeben. Und sie leben, alles leben unter einer Disziplin. Es kommt darauf, ob man es bewusst ist oder nicht. Und ob man es freiwillig tut oder nicht. Der Mensch hat in dieser Seite, in dieser Angelegenheit die Ehre bekommen, dass er sich frei entscheidet. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre, dass er für Ehre oder nicht Ehre entscheidet. Selber entscheidet, selbst. Was ist das für eine Ehre? Ja, das ist die Ehre. Wenn man sich, man ist freigestellt, der Mensch ist freigestellt, sich zu entscheiden, ob er sich einer Disziplin unterlegt, für eine gute Sache oder nicht. Das ist in seiner Entscheidung. Für Mineralienwelt gilt das nicht. Für Pflanzenwelt gilt das nicht. Für Tierwelt gilt das nicht. Für Engelwelt gilt das nicht. Das ist nur für die Welt der Menschen und Djinn. Und sie haben die Ehre, sich zu entscheiden, ob sie für Ehre entscheiden, more Ehre oder less Ehre. Habe ich das gut gesagt? Ja. Das soll Englisch gewesen sein. Das war ja Englisch. More Honor, less Honor. Disziplin gibt für den Menschen ein Honor, ein Ehre. Und alle Gesandten des Himmels sind gekommen, um mit einer Disziplin sind sie gekommen. Was sind die 10 Gebote? Ist es ein Disziplinplan oder nicht? Das sind Regeln, die 10 Gebote. Scharia, das Gesetz Gottes, ist das Regeln? Ja. Und was ist Regeln? Eine Disziplin. Disziplin. Du sollst nicht das tun, du könntest das tun. Du solltest das nicht tun, du könntest das tun. Aber du solltest es nicht tun und so weiter. Diese Welt, in dieser Welt ist man freigestellt. Da ist ein Apfel ohne Aufsicht. Nimm dir, sagt das Ego. Du könntest das tun, weil da ist keine Aufsicht. Du könntest beim Vorbeigehen aus der Apfelkiste des Obstverkäufers einen Apfel in deine Tasche reinstecken. Ist das die Möglichkeit? Hast du die Möglichkeit? Ja. Du könntest es tun. Ajemi, da ist keine Aufsicht. Dein Ego möchte einen Apfel essen, du hast kein Geld. Könntest du es tun, dass du diesen Apfel aus der Apfelkiste in deine Tasche steckst? Ja. Du könntest es tun. Solltest du es tun? Nein. Du solltest es aber nicht tun. Wofür hast du dich also entschieden? Für den richtigen Weg, es nicht zu tun. Für eine Disziplin.
Hä? Er hat sich für eine Disziplin entschieden, eine Gebot zu befolgen. Du hast dich für Nichttun entschieden. Und das ist Wille Gottes, das ist Wunsch Gottes, dass du es nicht tust, wenn einem anderen etwas klaust. Ist das Wunsch Gottes? Du bist deinem Wunsch entgegengekommen, nicht dein Wunsch. Wie leicht uns der Himmel macht zum Verstehen. Ob wir es verstehen, das ist die Frage. Ob wir dennoch verstehen. Das ist die freie Entscheidung. Du könntest es tun, du solltest es nicht tun. Und wenn du es nicht tust, hast du dich einer Disziplin untergeben. Freiwillig. Was hat dir das gegeben in der Gegenwart Gottes, Herr Jamin? Ehre. Eine Ehre. Und jeder Prophet und Heilige, sie sind gekommen für ihre Schüler mit einer Disziplin. Weil Disziplin, nur allein Disziplin, gibt dem Schüler eine Ehre und ein Wissen und eine Weisheit und ein Weiterkommen und eine Zukunft. Und Glück. Man muss das verstehen, dass es hier, diese Welt ist, nonstop erzählen wir das, eine Schule. Und wer fleißig mitmacht, bekommt einen Schein. Ein Schein, dass er etwas geworden ist. Von uns, sagen sie, die himmlischen Leute, bekommt ihr keine Scheine. Ihr scheint selber wie die Sonne am Ende. Keine Scheine in der Tasche, an die Wände. Ihr bekommt ein Licht, das ihr erscheint als Licht. Aber dafür müsst ihr euch freiwillig entscheiden. Seid ihr für die Ehre oder nicht? Und wenn ihr für die Ehre seid, dann müsst ihr was dafür tun. Haji, drauf. Man muss sich einer himmlischen Disziplin unterwerfen. Man muss sich unterwerfen einer Disziplin. Himmlischen. Und unser Bruder Abdullah Dastani sagte, Katas al-Asru, über die Zukunft etwas in dieser Welt, das passieren wird, dass die Welt zur Wahrheit finden wird und Islam werden wird und die europäischen Länder nach und nach zu Islam kommen werden, da zählte er 7 Staaten, Führungsstaaten Europas, darunter Deutschland, und er öffnete machte eine Klammer auf und sagte, in Deutschland, da ist ein Heiliger. Vielleicht weiß er nicht davon und die anderen auch nicht. Aber da gibt es einen jemand, der von Jesus, Friede auf ihn und Mehdi alaihissalam, Isa alaihissalam und Mehdi alaihissalam eingesetzt ist, dass er Menschen trainiert. Leute trainiert für das Kommen von Mehdi alaihissalam und Isa alaihissalam, Jesus. Was bedeutet das? Also er gibt eine besondere Gruppe, eine besondere Disziplin, eine besondere Ehre zugleich. Da gibt es also jemanden in Deutschland, soll es geben, der Menschen trainiert. Und wie trainiert er? Mit Disziplin oder ohne Disziplin? Wie trainiert man? Immer mit Disziplin. Wie trainiert der Coach? Nicht der Couch, der Coach. Der Coach sagt dir, komm, leg dich hin und mach nichts. Der Coach sagt, steh auf und mach was. Hast du jemals also Schaken, gedacht über diesen Unterschied zwischen Couch und Coach? Nein. Couch sagt, komm, leg dich hin.
auf den Rücken und betrachte die Sterne am Himmel und den Mondschein oder mach die Augen zu und schlaf. Der Coach sagt, steh auf, mach die Augen auf, beweg dich, mach was, nütz dir und anderen. Gewinn das Spiel. Sei kein Verlierer. Ist das richtig so? Ist das der Unterschied zwischen Couch und Coach? Ja. Das haben wir auch jetzt hier gelernt. Und diese Person, dieser Beauftragte von Isa a.s. und Mehdi a.s., er unterwirft Menschen, die ihm gehorchen und die ihm folgen, eine besondere Disziplin. Warum? Damit sie für Isa a.s. und Mehdi a.s. für ihr Kommen stark sind und eine besondere Arbeit gleich leisten können. Aber dafür müssen sie trainiert werden, für diese besondere Arbeit, weil diese Arbeit wird vielleicht eine große Arbeit sein. Eine nicht für jeder gewöhnliche Schüler tragbare Arbeit. Und auch da wahrscheinlich werden manche Schüler sitzen bleiben, manche weiterkommen. Manche werden eliminiert, manche kommen weiter. Je nach ihr Eifer, Anstrengung, Bemühung, Geduld, Ausdauer, Tragfähigkeit, Ergebenheit, Gehorsam. So viel weiß sagt Goethe hier. Wir können das endlos hier sagen wieder. Über das Folgen, Wörter benutzen. Wenn man das von einem nicht verstanden hat, du kannst erzählen, endlos hier über das und dies. Wir sollten beten, wenn wir was aus uns machen wollen, zu dieser Gruppe zu gehören. Und suchen nach dieser Gruppe, nach diesem Mann, Menschen. Und das würde uns mehr Ehre geben. Aber auch für diesen Menschen und für diese Gruppe müssen Vorrunde. Von 100 Leuten bleiben noch 10 übrig. Vorrunde. Vielleicht sind wir hier die Vorrunde-Gruppe. Oder Vorrunde-Gruppe. Und wir sollten versuchen, die nächste Runde zu schaffen. Und dann die nächste Runde zu schaffen. Dass wir die nicht Rest sind, die geblieben sind, nein, die übrig gebliebenen von Rest. Die Überlebenden. Finale. Die Finale. Oh. So dass wir endlich zu dieser Gruppe gehören können, diese besondere Gruppe, diese Ehrenleiter, Schülergruppe, diese Ehrenleiter, diesen Ehrenleiter, um Mechtalsam und Isalsam eingesetzten Menschen zu erreichen, dass wir zu seiner Gruppe gehören. Möge Allah uns das leicht machen, diesen Weg. Amen. Und auch die Ehre geben, dass wir zu dieser erwähnten Gruppe gehören. Und Grosche Abdullah Takistari Katasalassu. Möge unsere Grosche uns auch unterstützen. Und mein Habib und mein Vater.